Wie viel auch immer gearbeitet wurde, demnächst werden viele Menschen den jährlichen Steuerausgleich vornehmen. Und das machen bereits 80% online. Auf der Plattform der Finanzämter FinanzOnline wird man dabei von einem digitalen Assistenten unterstützt. Laut Arbeiterkammer ist das allerdings wenig hilfreich, denn viele Steuersparpotenziale würden nicht erkannt, heißt es. Ein Assistent, der nicht wirklich hilft. Laut Arbeiterkammer Vorarlberg könnte man so den digitalen Assistenten der Arbeitnehmerveranlagung von FinanzOnline beschreiben. Das Tool sei nicht personalisiert und erkenne nicht die Daten aus dem Vorjahr. Bürgerinnen und Bürger könnten so hunderte Euro an Steuerrückzahlung nicht erhalten. Die gestellten Ja-Nein-Fragen des Assistenten seien oftmals unverständlich. Die Problematik der Ja-Nein-Fragen ist das Thema, der Arbeitnehmer weiß nicht, was sind genau meine Werbungskosten, was ist der Bereich, unter was fällt das, was sind außergewöhnliche Belastungen. Diese Begriffe sind aus dem Steuerrecht oder aus der Arbeitnehmerveranlagung, aber nicht für den Arbeitnehmer, der jetzt da sitzt und Geld zurückhaben möchte vom Finanzamt. Daher rät die AK Vorarlberg vom Assistenten derzeit ab. Aus dem Finanzministerium heißt es auf ZIP-Anfrage: Die Darstellung der Arbeiterkammer Vorarlberg ist aus Sicht des Finanzministeriums stark verkürzt. Das Finanzministerium verfolgt die Strategie, Prozesse für die Bürgerinnen und Bürger so einfach wie möglich zu gestalten. Mehr als 80% würden den Steuerausgleich bereits online erledigen. Der Assistent werde jedes Jahr evaluiert und verbessert. Die Arbeiterkammern Vorarlberg und Wien betonen, man wolle gemeinsam mit dem Finanzministerium an einer Lösung arbeiten.